Familie Lehmann hat sich mit dem Kauf eines eigenen Hauses einen Traum erfüllt. Es ist ein schönes, aber bereits 80 Jahre altes Einfamilienhaus. Wir wollten immer etwas mit Charme haben, das auch eine Historie hat. Und sind jetzt stolze Eigentümer eines allerdings etwas sanierungsbedürftigen Hauses. Sanieren, Instandsetzen und Verschönern sind notwendige Arbeiten, die heute aber nicht mehr ausreichen. Bei ständig steigenden Energiepreisen müssen die Einsparpotenziale genauestens geprüft werden. Gut 2/3 aller deutschen Wohngebäude verbrauchen zu viel Energie. Sie beheizen die Umwelt. Vor allem Dächer, Fassaden und Keller sind schlecht gedämmt, Heizung und Fenster oft veraltet. Insbesondere bei Häusern, die vor 1980 gebaut wurden, kann man bis zu 80% der Energie sparen und so auch das klimaschädigende CO2 reduzieren. Die Lehmanns stehen also stellvertretend für Millionen von Deutschen. Wir haben auf jeden Fall nicht nur unser Wohl, sondern auch das Wohl der Kinder im Auge und wollen da, wo es eben auch umweltverträglich möglich ist, mit gutem Beispiel vorangehen. Modernisieren heißt sparen. Vor der Modernisierung entfallen von 100 Euro Energiekosten 30 Euro aufs Autofahren, 9 Euro auf Licht und elektronische Geräte, ganze 61 Euro verschlingt die Heizung. Nach der Modernisierung zahlen Sie nur noch 12 Euro für die Heizung. Sie sparen also 49 Euro, das sind bis zu 80%. Bei steigenden Energiekosten verdoppelt sich die Einsparung innerhalb von 16 Jahren. Für die Lehmanns wären das jetzt schon über 2.500 Euro pro Jahr. Für die Lehmanns ist klar, es muss schnell gehandelt werden. Schließlich will man das Geld nicht durch den Schornstein blasen. Wer nachhaltig Energie sparen will, braucht ein schlüssiges Konzept. Lehmanns holen Rat bei den Energiefachberatern. Die Experten analysieren die Energieeffizienz von Gebäuden, zeigen Einsparpotenziale, erklären die Maßnahmen und helfen letztendlich auch bei der Finanzplanung. Je schlechter der Ist-Zustand, desto wirtschaftlicher ist es, in die heutige Technik zu investieren und desto schneller amortisiert sich eine Maßnahme. Das Haus der Lehmanns ist ein typischer Fall. Die größten Energieeinsparungen finden die Energiefachberater im Dach, an der Außenwand und Kellerdecke sowie bei den alten Fenstern. Auch die Technik der Heizung ist in die Jahre gekommen. Das Ergebnis des Energiegutachtens ist eindeutig. Lehmanns benötigen jährlich 361 Kilowattstunden Heizenergie je Quadratmeter Wohnfläche. Die Heizkosten summieren sich damit auf 3.244 Euro im Jahr. Dabei wird die Umwelt mit 32 Tonnen klimaschädigendes CO2-Gas belastet. Das Konzept steht. Künftig werden Lehmanns von einem ganzjährigen Wohlfühlklima profitieren, sowohl bei sommerlicher Hitze als auch im Winter. Erster Schritt, Wärmeverluste reduzieren. Im Dach gelingt das durch die Verlegung von 20 cm dicker Glaswolle und der Installation einer Dampfbremsfolie. Die verhindert unangenehme und teure Zugluft. Im feuchten Sockelbereich werden spezielle Styrodur-Dämmplatten verwendet. 14 cm starke Steinwollplatten dämmen die Außenwand. Wärmeschutzverglaste Fenster und Türen sowie eine 8 cm dicke Kellerdeckendämmung aus Steinwolle schließen die letzten Wärmelecks. Letzter Schritt, der Einbau einer modernen Heizung, die auf den reduzierten Heizwärmebedarf abgestimmt wird. Die staatlichen Fördermittel sind genehmigt, qualifizierte Handwerker gefunden und los geht's auf der Baustelle der Lehmanns. Ein spezialisierter Dämmstoffprofi-Fachhändler liefert Dämmstoffe und Dichtmaterial für die Modernisierung des Daches. Die Handwerker haben Mineralwolle geordert. Die schützt nicht nur gegen Kälte und Hitze, sondern auch im Brandfall und gegen Lärm. Wichtig ist, auf die Qualität zu achten. Als Wärmedämmung hat sich Glaswolle in dem Bereich bewährt. Beim Kauf des Dämmstoffes sollten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit achten. Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Dämmmaterial dämmt. Je kleiner der Wert ist, umso besser ist das Dämmvermögen des Materials. Heutige Dämmstoffe besitzen den Wert 0,35 oder besser 0,32. Dieser Wert ist auf dem Produktetikett ausgewiesen. Gut 30% weniger Heizkosten, das bringt die Dämmung und die Abdichtung des Daches. Gedämmt werden kann auf, zwischen oder unter den Dachbalken, auch Sparren genannt. Eine Dachdämmung kann auch von außen erfolgen, wenn zum Beispiel der Dachstuhl ausgebaut ist.
Die Handwerker verstärken zunächst die Sparren. So können bei den Lehmanns 20 cm Isowehrglaswolle zwischen die Sparren geklemmt werden. Erfahrene Handwerker wissen, sauber und lückenlos muss gedämmt werden, ansonsten entstehen Wärmebrücken. Die Verlegung der Dämmung hat im gesamten Dachbereich zu erfolgen. Besonders wichtig ist der Anschlussbereich letzter Sparren zum Mauerwerk. Auch dieser Bereich muss mit Dämmung versehen werden. Im Dach geht viel Wärme durch ungewollte Zugluft verloren. Die Handwerker verlegen deshalb eine Dampfbremsfolie. Optimal sind hier Folien wie die Vario KM Duplex von Isowehr. Sie reagiert flexibel auf verschiedene Feuchtigkeitszustände. Dadurch erhält man den besten Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel. Mit speziellen Klebebändern und Dichtstoffen verkleben die Handwerker die Folien zu einer luftdichten Ebene. Besondere Herausforderung sind Kabel und Dachbalken, die die Folie durchstoßen. Besondere Sorgfalt und Erfahrung sind ebenfalls beim Anschluss der Folie an Wände und Böden gefragt. Die Hauswände von außen zu dämmen ist die energetisch beste Lösung. Die Dämmung umschließt das Gebäude wie ein warmer Mantel. Dadurch sinken die Heizkosten um 30%. Lehmanns haben sich für ein Wärmedämmverbundsystem entschieden und das sieht so aus. Bestehend aus der Dämmplatte, die auf dem Mauerwerk befestigt wird mit einem Klebemörtel. Als nächstes kommt der Klebemörtel und das Armierungsgewebe, was mit dem Klebemörtel auf der Dämmplatte befestigt wird. Und der weitere Aufbau besteht dann aus dem Oberputz, der in verschiedenen Farben erhältlich ist. Wichtig für die Lehmanns waren auch hier die sehr guten Wärme-, Schall- und Brandschutzeigenschaften einer Mineralwolledämmung, die zudem den Feuchtigkeitsaustausch gewährleistet und so einen maximalen Schutz gegen Schimmel und Bauschäden bietet. Sinnvoll ist es, im Zuge der Fassadenmodernisierung neue moderne Fenster mit Wärmeschutzverglasung einzubauen. Das gilt auch für das Dach. Um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, ist es auch wichtig, den Anschluss zwischen Fenster und Mauerwerk luftdicht auszubilden. Hierzu eignen sich besonders Komprimierungsbänder, die diesen Hohlraum vollständig ausfüllen. Dieses Komprimband wird zwischen der Außenkante des Fensters und dem Mauerwerk angebracht und passt sich flexibel den Untergrund an, so dass keine Luft zwischen diesen Hohlraum hindurchweichen kann. Bei der Fensterneuerung wurde auch gleichzeitig die Außenwanddämmung mit aufgebracht. Das Fenster wurde außenbündig zum Mauerwerk angeordnet. Die Wärmedämmung überlappt ein bisschen den Fensterrahmen. Wärmebrücken werden damit ausgeschlossen, dadurch auch eine Schimmelpilzbildung von innen. Zum Schluss kommt das Armierungsgewebe und der Oberputz und schon erstrahlt die Fassade im neuen Glanz, aber mit altem Schaum. Dach und Außenwand sind gedämmt und abgedichtet, neue Fenster eingesetzt. Mit einer 8 cm dicken Dämmung von Isowehr wurde die letzte Dämmlücke geschlossen, die Kellerdecke. Mineralwolle schützt auch hier gegen Kälte, Lärm und Feuer. Aber haben die Handwerker auch richtig gearbeitet? Eine Luftdichtheitsmessung, der sogenannte Blower-Door-Test, bringt Klarheit und zeigt Undichtigkeiten auf. Familie Lehmann ist gespannt. Mit einem speziellen Strömungsmessgerät kann der Experte die kleinste Lücke finden. Wichtig ist, dass mögliche Leckagen vor den Trockenbauarbeiten im Dach gefunden und schnell und kostengünstig beseitigt werden. Die Kosten von etwa 350 Euro sind eine hilfreiche und wichtige Investition, um kostspielige Spätfolgen zu vermeiden. Das Ergebnis ist beeindruckend. Der Energieverbrauch wurde um 82% gesenkt und damit auch der Kohlendioxidausstoß reduziert. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil wir nicht nur die Anforderungen der Energieeinsparverordnung erfüllen, sondern auch darüber hinausgehen. Lehmanns sparen bereits im ersten Jahr 2.660 Euro an Heizkosten. Zweiter Gewinner ist die Umwelt, denn jährlich werden über 27 Tonnen CO2 gespart. Die jährlich um 5% steigenden Energiepreise führen bereits nach 11 Jahren zu einem Ausgleich von Einsparungen und Kosten. Danach zahlt sich das Energiesparen bar aus. Nach 30 Jahren sind es 177.000 Euro. Lehmanns wissen so ihr Geld gut angelegt. Familie Lehmann profitiert jetzt von einem ganzjährigen Wohlfühlklima und wohnt zudem umweltfreundlich. Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Hausbesitzern sind sie zudem eine Sorge los: die Angst vor steigenden Energiekosten.